Das IKEA Lug Enclosure hat mir in den letzten Jahren gute Dienste geleistet und entgegen der Meinung von vielen anderen war die Druckqualität da drin auch gut. Ich habe da drin zum Beispiel die Teile für meinen Veron 2.2 gedruckt. Es gibt allerdings ein Enclosure, was noch ein Ticken besser ist und was einige Probleme löst, die ich momentan mit dem IKEA Lug Enclosure habe. Und wenn ihr wissen wollt, was das für ein Enclosure ist, dann bleibt dran. Und damit herzlich willkommen, ich bin die Maggie von Makeorama.de und heute werden wir uns ein neues Enclosure bauen, nämlich das sogenannte Ultra Enclosure. Das hat mir Andreas zugeschickt und ich habe gesagt, ey, ich finde das Ding so genial. Den Link zu dem Bausatz findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr die Dateien entsprechend runterladen. Ich habe hier zum Beispiel mal eine gedruckt und da seht ihr auch schon, in welcher Farbe ich das Ganze so gedruckt habe. Nämlich in dem transparenten Neongelb von KVP in PETG. Und ich muss sagen, ich bin ziemlich begeistert von dem Projekt, weil es einfach als Basis ein Schwerlastregal nimmt. Und dort entsprechend die Drucker jeweils in einzelne Kammern, die thermal abgedämmt sind, entsprechend enclosed und man dort dann auch wirklich quasi in Masse und in Skalierung das Ganze fahren kann. Das finde ich ziemlich genial. Aber welche Probleme habe ich denn überhaupt mit dem IKEA Lug Enclosure gehabt? Nun, ganz einfach, das Teil ist pappenlaut. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das ist halt ein riesen Resonanzkörper. Und wenn da auch nur was Kleines rattert oder irgendwie die Schienen sich bewegen oder irgendwas rattert, dann hört man das im ganzen Haus. Ich habe teilweise unten gesessen und gedacht, was ist das für ein Krach, bis ich dann gemerkt habe, ah, das ist der Drucker. Und das hat mich echt wirklich so genervt, dass ich gesagt habe, okay, da muss eine Alternative her. Der zweite Punkt ist, dass es erstens thermal nicht wirklich so schön abgekoppelt ist. Es ist durch Plexiglas isoliert, okay, ja, aber nicht wirklich durch Dämmmaterial. Und das hat dann immer dazu geführt, dass dann immer noch mal irgendwo ein bisschen Luft rausgegangen ist und die Hitze nie wirklich richtig drin geblieben ist. Das werden wir auch noch lösen. Und der dritte Punkt ist Platz. Das Teil verbraucht Unmengen an Platz. Wenn ich jetzt mal überlege, dass ich auf diesem Raum, wo ich vorher Eindruck habe, gut, okay, ich gebe euch das, dass ich sagen kann, ich kann noch mal eine Tischplatte entsprechend von einem anderen Lacktisch unten drunter packen und kann noch einen zweiten Drucker reinstellen und das noch mal enclosen, dann habe ich auf dem Platz zwei. Aber mit dem, was ich jetzt gebaut habe, mit dem Ultra Enclosure, bin ich in der Lage, 2,5 Drucker noch hinzustellen, mit dem Mini vielleicht sogar 3. Und das finde ich schon ziemlich genial. Vor allen Dingen, ich habe jetzt das eine Regal, was genauso breit war wie das IKEA Lug Enclosure entsprechend. Das habe ich nochmal weggeräumt, habe es hier nochmal neben dran gestellt und habe jetzt durch das Schwerlastregal, was dort steht, Platz für 5 Drucker. Das werdet ihr auch gleich nochmal sehen. Und das ist schon echt genial, dass ich auf dem Raum, wo ich vorher vielleicht 2 Drucker maximal hinbekommen habe, jetzt auf einmal 5 Drucker stehen habe, die auch noch richtig gut isoliert sind dadurch. Und das schauen wir uns heute mal an, wie ich das geschafft habe. Als erstes klar, wie schon gesagt, ich brauche ein Schwerlastregal. Also bin ich zu uns hier in der Schweiz ins Lager gefahren, habe mir ein Schwerlastregal mitgenommen und habe festgestellt, dass es ein bisschen zu hoch ist. Also habe ich das Teil erstmal gechoppt, also gekürzt sozusagen. Ja? Und dieses gekürzte Regal habe ich dann nochmal mit 2 Holzstreben, weil beim Umzug irgendwie die Querstreben von der oberen und unteren Ebene irgendwie abhanden gekommen sind. Ich konnte sie nicht mehr finden, deswegen bin ich schnell in den Baumarkt gefahren und habe dort neben ein paar Holzlatten nochmal Silikondämmmatten für die Waschmaschine bzw. für den Trockner gekauft und ein paar Waschbetonplatten. Die alten Hasen unter euch werden es wahrscheinlich schon kennen. Das ist ein sehr, sehr gutes und sehr, sehr günstiges Mittel, um Drucker zu isolieren. Kann ich jedem nur empfehlen, kostet ein paar Euro und wirkt echt Wunder. Was habe ich gemacht? Ich bin erstmal hingegangen, habe die Holzlatten so weit zugeschnitten, dass sie als Querträger in das Regal reinpassen, habe darauf dann entsprechend die einzelnen Bodenbeläge draufgelegt und auf diese Bodenbeläge dann die Silikondämmmatten. Und auf die Silikondämmmatten habe ich dann die Waschbetonplatten draufgelegt und auf die Waschbetonplatten kommen die Drucker. Das sorgt dann dafür, dass durch die Silikonmatten der Drucker quasi entkoppelt ist und durch die Waschbetonplatten steht das Ganze ordentlich da und es wird richtig mucksmäuschen leise. Momentan habe ich das Enclosure hinten schon fertig stehen. Man hört den Prusa, der gerade wirklich volle Kanne vorausdruckt. Kein bisschen. Das finde ich genial, weil vorher musste ich immer warten, bis der Drucker fertig war, bevor ich ein Video drehen konnte. Und das war natürlich ziemlich nervig, weil ich gesagt habe, okay, das Video muss fertig werden. Ihr wolltet Content haben und deswegen konnte ich dann entsprechend mich entscheiden, entweder wie, okay, ich produziere neuen Content oder ich produziere das Material, was ich für den Content brauche. Und das hat immer so ein bisschen eine Diskrepanz verursacht. Jetzt ist das kein Problem mehr. Jetzt kann ich den Drucker oder sogar 2 Drucker hinten gleichzeitig laufen lassen, weil die richtig schön flüsterleise sind. Ja,
Dann bin ich hingegangen und habe gesagt, okay, jetzt habe ich soweit alles aufgebaut, wie die Drucker stehen sollten. Ich weiß ungefähr, wie die Maße sein sollten und habe mir noch Dämmmatten mitgebracht. Und zwar solche Hartschaumstoff-Dämmmatten. Normalerweise empfiehlt der Creator, der das Ganze erfunden hat, dass man sich die Dämmmatten mit der Alubeschichtung kaufen soll. Ich habe darauf jetzt verzichtet, weil die muss man erstens extra bestellen, die kosten nochmal extra Geld. Und die Matten waren direkt im Baumarkt vorhanden. Und ich habe gesagt, ich will sowieso diese silberne Alufolie an der Außenwand, interessiert mich sowieso nicht, weil ich werde das anders noch mal ein bisschen isolieren. Nämlich genauer gesagt mit solchen Hohlkammerplatten. Die habe ich ursprünglich mal besorgt, damit ich damit quasi die Rückwand vom Voron bauen kann, beziehungsweise die Außenwände vom Voron bauen kann. Das war mal wirklich die Idee, die Lösung für sowas. Und ich habe die dann mal im Bulk bestellt und habe noch jede Menge davon unten stehen gehabt. Wie ihr wisst, der Voron 2.2 hat die Matten nicht verbaut. Deswegen, der Low-Budget-Voron wird die vielleicht kriegen, weil ich noch jede Menge davon unten habe. Aber ich habe mir gedacht, warum nicht? Ich habe die dann zugeschnitten, zusammen mit den Dämmmatten und habe die dann erstmal ringsherum in der unteren Etage verteilt. Die obere Etage, wie gesagt, geht durch die Dachschräge nicht. Würde ich jetzt später nochmal irgendwann umziehen, würde ich die obere Etage natürlich nochmal draufbauen, würde die auch nochmal dämmen, da nochmal Drucker reinpacken und schon wäre der Käse gegessen. Aber unten habe ich gesagt, kommen erstmal zwei Drucker rein. Nämlich zum einen der MK3S und dann später auch, das ist Trommelwirbel, der MK4S. Ich habe mir nämlich den MK4 bestellt, statt den Bamboo Lab X1 Carbon. Das war mir, denke ich mal, das cleverere Paket, weil ich sage, okay, der X1 ist mir ein bisschen zu sehr proprietär. Wenn ich mir so angucke, wie die Leute dann anfangen, am Hotend rum zu basteln, bis sie das draußen haben, bis es alles wieder zusammengesetzt ist. Das sieht mir beim MK4 dann doch wesentlich einfacher und wesentlich schneller aus. Und das ist für mich echt Zeit und Geld. Und ganz ehrlich, mit der Palette oder mit der MMU habe ich da in der Hinsicht auch keine Probleme, dann wirklich, naja, mehrere Farben zu drucken. Und das reicht mir hier für im Studio, um die ganzen Sachen zu drucken, die ich für euch brauche, vollkommen aus. Und die Qualität ist, glaube ich, auch, na, spricht für sich bei Prusa, das wissen wir. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, der Wägezellensensor, ja, oder der Load-Sensor, um Englisch zu bleiben, ist da schon ziemlich genial, dass man sagt, okay, man braucht jetzt nicht irgendein Leiter, was auf die Oberfläche irgendwas projiziert, wie beim Bamboo, sondern man hat entsprechend über den Druck auf der Düse natürlich die Möglichkeit zu erkennen, wie dicht man mit der Düse am Druckbett dran ist und alles drum und dran, macht auf mich einen sehr guten Eindruck, ist eine altbewährte Technologie und hat mir auch dann entsprechend nochmal geholfen, das Ganze mich zu entscheiden für den MK4. Ein weiterer Punkt für den MK4, warum ich mich dafür entschieden habe, ist ganz einfach, das Ding ist Open Source und upgradebar. Das bedeutet also, kommt Prusa irgendwann mit dem MK5 raus oder mit irgendeinem schönen Upgrade-Kit, wie jetzt zum Beispiel mit dem Upgrade-Kit für die MMU3, dann kann ich das einfach günstig kaufen, kann mir die Teile drucken, kriege noch ein paar Teile zugeschickt und kann meinen Drucker jederzeit auf den aktuellen Stand bringen und bin State of the Art. Und das finde ich ist schon ziemlich genial. Das war für mich wirklich ein Grund zu sagen, nee, Bambu, sorry, aber da gebe ich jetzt mein teuer verdientes Geld nicht aus, sondern ich gebe das lieber für was aus, wo ich weiß, was ich davon habe. Zudem, ich muss nicht wirklich jeden Trend mitmachen, oder? Ich habe jetzt gesagt, okay, den MK3, den habe ich jetzt schon so lange, habe den auf den MK3S umgerüstet. Und der tut mir immer noch gute Dienste. Der hat auch die Teile hier zum Teil mitgedruckt. Und von daher war das für mich ein No-Brainer zu sagen, okay, das wird jetzt entsprechend der MK4. Aber ich schweife ab, gehen wir mal wieder zurück zum Ultra Enclosure. Und da muss ich sagen, ich habe es unten so gedämmt, dass ich wie gesagt zwei Drucker reinpacken kann, habe entsprechend das Ganze mit Silikonmatten und Waschbetonplatten nochmal schön gedämmt und habe mir dann überlegt, okay, ich möchte LED-Streifen drin haben. Das ist auch das, was der Creator empfiehlt, der das Ganze entwickelt hat und hat gesagt, okay, ich packe hier oben an die obere Decke, packe ich nochmal LED-Streifen dran. Das habe ich auch gemacht und oh Wunder, ich bin natürlich gleich entsprechend, naja, an ein kleines Hindernis gestoßen. Ich habe dann einen Tag die LED-Leisten drin gehabt und habe den Drucker drucken lassen. Und danach haben die Leisten oder beziehungsweise die Streifen, entsprechend diese Wabbelstreifen, schon wieder halb über dem Drucker drüber gehangen und sich fast im Drucker verfangen, weil der Klebstoff bei der Hitze, die sich da drin entwickelt und natürlich entsprechend auch durch die LED-Leisten entsprechend entsteht, nicht standhält. Also musste ich mir eine Lösung überlegen, wie ich das Ganze dann dauerhaft fixieren kann. Und da bin ich ganz kurzerhand mit einer Lösung um die Ecke gekommen, die mich 5 Minuten an Design gekostet. Gut, okay, 10 Minuten, sind wir mal ehrlich. Das sind solche kleinen Leisten. Da passen hier vorne, wie heißt es, Kabelbinder rein. Hier kommen zwei M2.5 mal 6 mm Spacks rein, damit sie halt sich nicht durch die Decke durchbohren. Und das reicht vollkommen aus. Zwei Kabelbinder kommen dadurch, damit der LED-Streifen festhält. Und das Ganze habe ich dann sage und schreibe, ich glaube, 20 Mal gedruckt. Das dauert
eine Stunde oder so in Richtung bei den Teilen. Ist super einfach, hat auf Anhieb gepasst und hat mich 10 Minuten gekostet, um das Ding zu designen. Also für all die, die jetzt sagen, ey, sowas gibt's doch schon auf Thingiverse oder so in Richtung. Ja, aber ich habe es schneller designt, als ich es auf Thingiverse gesucht und gefunden habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das passt perfekt fürs Ultra Enclosure. Den Link zu dem Teil findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung, falls ihr auch sowas braucht. Ich werde das nochmal anpassen, vielleicht im Nachgang auf andere Schraubentypen oder aber auch, dass man es an jedem normalen V-Profil anpassen kann oder anbringen kann, dass es dort auch passt. Und ich muss sagen, ist eine sehr gekonnte Lösung. Ich habe schon eine angebracht, die anderen werde ich nachher nochmal anbringen und es hält einfach bombenfest und ja, ist ein No-Brainer sozusagen. Warum habe ich denn jetzt eigentlich auch diese Hohlkammerplatten angebracht? Ich habe eben schon mal gesagt, wegen Dämmung. Aber auch zum anderen, weil ich das ein bisschen blöd finde. Klar, ich habe jetzt kein silbernes Regal da gehabt, sondern ein schwarzes oder ein anthrazitfarbenes. Und da sieht halt so eine silberne Folie, die zwischendrin noch mit einer Beschriftung von der Firma, die es hergestellt hat, finde ich ein bisschen blöd aus. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich packe das rein. Ich wollte ursprünglich ein bisschen mit doppelseitigem Klebeband festkleben, habe ich mir aber sparen können, weil durch den Druck, den ich das Ganze reingepresst habe, dadurch, dass ich einen ganz kleinen Ticken, so einen halben Millimeter so groß geschnitten habe, hat das wirklich über Druck drin gehalten und geht nirgendwo hin. Ja? Hält wirklich bombenfest. Bei der Dämmung vorne an der Front, da habe ich jetzt momentan Bitumstreifen verwendet. Die habe ich recht günstig im Baumarkt finden können, wobei ich sagen muss, okay, die Bitumstreifen sind wirklich nicht der Weisheit letzter Schluss. Da muss ich mir nochmal eine Alternative überlegen. Das war das, was ich für mich erstmal finden konnte, dass ich sagen konnte, okay, das ist vorne dicht, da geht keine Hitze raus und fertig. Apropos vorne, natürlich muss das vorne auch noch irgendwie zugemacht werden und da kommen natürlich keine Dämmplatten vorne dran, sondern Plexiglasplatten. Die habe ich mir hier bei einem Kunststoffhändler um die Ecke hier entsprechend zuschneiden lassen, bin die abholen gegangen und habe jetzt gemerkt, okay, die sind noch 2-3 mm zu lang und habe die nochmal zuschneiden lassen, weil dort entsprechend ich mich anscheinend ein bisschen vermessen habe oder die ein bisschen zu lang geschnitten habe. Kann immer mal vorkommen, wenn ihr sowas habt, fragt nett nach, ob die das vielleicht nochmal nachschneiden. Bei mir geht es relativ einfach, weil ich hier, keine Ahnung, 20 Minuten, eine halbe Stunde ungefähr fahre, bei denen bin und die das dann direkt vor Ort machen können. Und dann musste ich natürlich nur noch hingehen und muss die Teile bohren. Und zum Thema Plexiglas schneiden oder bohren habe ich einen Tipp für euch. Ich war am Anfang auch sehr, sehr nervös dadurch, weil ich schon einmal versucht habe, Plexiglas zu bohren und das Ding direkt über den Jordan geschickt habe, weil ich dann direkt über das komplette Teil einen Riss drin hatte. Ja, weil ich auch entsprechend den falschen Bohrer hatte. Ich war dann im Baumarkt und habe mich beraten lassen und die haben natürlich gemeint, okay, man braucht einen Metallbohrer. Und auch wenn ich damit ängstlich war, die Teile funktionieren wirklich super. Es gibt aber noch einen Tipp, den ich euch mit Metallbohrern ans Herz legen kann und das ist ganz einfach. Guckt, dass ihr schon einen Bohrer habt, der bereits ein, zwei Mal irgendwie im Beton oder im Metall irgendwie benutzt worden ist. Denn das hilft natürlich dabei, diese ganz scharfe Kante ein bisschen abzuschleifen. Damit habt ihr nicht die ganz krasse Schneidwirkung an dem Bohrer und damit auch nicht die große Gefahr, dass das Ding dann reißt und vielleicht ausreißt und zu einem großen Riss wird. Das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Ich habe mich im Internet ein bisschen belesen, bevor ich das Ganze gemacht habe. Ich packe euch auch noch mal ein paar Links unten in die Videobeschreibung, damit ihr das nachlesen könnt. Und damit konnte ich dann letzten Endes alle Löcher bohren und das Ding soweit fertig bauen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so wie es momentan da steht, gefällt es mir richtig gut. Das Power-Management wollte ich natürlich auch nochmal optimieren, damit es nicht so ein Chaos wird wie beim IKEA Lug Enclosure am Ende. Und deswegen bin ich hingegangen und habe mir nochmal zwei Steckerleisten besorgt, die ich am Gehäuse festschrauben konnte. Neben diese Steckerleisten habe ich nochmal den Netzwerkswitch montiert. Und damit hatte ich dann wirklich ein schönes Setup, mit dem ich jeden Drucker erstens mit Strom und auch mit Netzwerkverbindung versorgen konnte. Und das ist schon echt ein Novum für mich jetzt hier, dass das wirklich alles schön ordentlich und alles schön sauber ist und man sich dort keine Gedanken machen muss, wo fliegt das Kabel gerade rum. Finde ich also echt eine gute Lösung. Ein weiterer Punkt, der für das Ultra Enclosure spricht, ist, dass es skalierbar ist. Das bedeutet, ihr könnt hingehen und könnt sagen, okay, ich habe eine Halle, die hat eine 4 Meter hohe Decke, ich kaufe mir einfach ein Gal, was reinpasst und dämme das Ganze aus und baue dann Kabine für Kabine entsprechend so auf, dass ich dort Drucker reinstellen kann. Finde ich echt genial. Und last but not least sind natürlich auch noch die Kosten, die dafür sprechen. Wenn ich überlege, dass ich für das IKEA Lug Enclosure für einen Drucker circa 100 bis 120 Euro ausgegeben habe und das Enclosure mich jetzt 300 Euro gekostet hat für 5 Drucker, da ist natürlich das Preis-Leistungs-Verhältnis pro Drucker, was ich da auf den Tisch gelegt habe, deutlich besser. Und in diesem Sinne hat euch das Video hoffentlich gefallen. Schreibt doch mal unten in die Kommentare, ob euch das auch gefallen würde, so ein Enclosure. Und in diesem Sinne, lasst doch ein Like da, wenn euch das Video
gefallen hat und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Vielen, vielen lieben Dank an meine Patreons, auch an Evil Clown, der mittlerweile mein erster Merch-Patreon ist. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, hold the line, happy printing und ciao.